Ladies and Gentlemen, Silent Hill 2. Was ist das? Guck, meine zukünftige Opfer, oh, der Verfolgung durch bla bla bla. Jenny bla bla Carol führte ein stolzes und ehrenhaftes Leben. Was hier geschah, wird nie vergessen werden. Was ist das jetzt? Rätsel? Gelogen. Das ist ein Rätsel? Ich glaube, sie braucht Passaport. Das Messer von Angel, ich habe nicht vor. Ich habe einfach mal getestet. Ich habe keine Erwartungen gehabt eigentlich. Nein. Naja. Was jetzt? Was machen wir jetzt? Ich meine. Aha, guck da hinten. Der Boden ist nur hier erhöht. Könnte etwas darunter sein. Wirst du graben? Grab, Bruder, grab. Habe ich bekommen? Wollte schon weitergehen, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Der kleine Metallkasten ist mit Bolzen verriegelt. Ich kann den Deckel nicht öffnen. Aha. Ich weiß, mit was ich öffne. Uff. Ist das nicht herrlich, wenn man weiterkommt? Ich habe den Schraubenschlüssel benutzt. Ich mag solche Spiele, wenn man weiterkommt. Ich habe den alten Bronzeschlüssel. Und? Finish? Finish him? Ja. Okay. Mal gucken, was das ist. Lesen wir mal. Bronzi, wo bist du, Bronze? Da. Alter Bronzeschlüssel, antik aussehender Bronzeschlüssel, war hinter einer der Statuen im Park versteckt. Schön. Und jetzt müssen wir anscheinend, Ladies and Gentlemen, Historical. Was ist das, Krankenhaus? Nein, das ist nicht Krankenhaus. Doch, nein, doch. Society. Was ist das? Das ist doch Krankenhaus. Aber hört sich nicht so an. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß es gerade nicht. So, laufen wir mal dorthin. Ich versuche nichts zu merken. Ich will raus. So. So dunkel. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, wo so dunkel ist. Ohne Witz. Ohne gelogen. Da. Einfach rausgehen, bitte. Ja, und die Kamera, ne? Also, Horror. Ja, wir haben es schon gut, ne? Wir jungen Leute. Wo jung, wo? Alt, alt, bist du 40 Jahre? Wo 40? Ich bin nicht 40. Ja. Wo 40, bitte? So, bin ich draußen? 40. Oh mein Gott, wenn ich schon 40 sage, bekomme ich Gänsehaut. Das Wort benutze ich nicht gerne. Wieso habe ich es benutzt? Nie wieder. Aha, wir sind draußen, endlich. Halleluja. So, kehrt um. Und dann, let's do it. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich glaube, wir sind ziemlich weit gekommen, ne? Ich denke, in 100 Parts ist das Spiel auch durch. Genau, alles geradeaus. Historischer Verein. Oh, dachte schon Krankenhaus. Oh, nevermind. Wie geht's? Wie steht's? Willkommen. Ja, ich hab gewartet, dass alle schlafen. Nein,
Ich bin, ja, ich habe ein Video aufgenommen. Ich bin krank, bisschen krank. Aber ich wollte trotzdem Silent Hill aufnehmen. Pass auf, ja. Deswegen habe ich trotzdem, also ich stream heute eh nicht lange. Ich denke so, ja, schauen wir mal. Damit wir hier in Silent Hill mal weiterkommen. Bin ich da? Ich glaube, ne? Wie weit man laufen muss die ganze Zeit, oder? Schon krass. Also nicht zu spaßen. Das Spiel ist riesengroß. Aber es hat auch eine schöne Geschichte irgendwie. Ich meine, er steht auf seine tote Frau und er sucht sie. Er ist ein Nekromant. Er steht auf tote Menschen. Ey, grusige. Du, hast du keine Familie? Nein, hat er nicht. Nicht mehr. So, bin ich da? Ich glaube. Ah, Schiffe zum Vergnügungspark am See und. Genau, Hotel. Wie komme ich da rein? Da? Aha. Nein, nicht da. Was? Ja, Schlüssel benutzt. Aber welche? Keine Ahnung. Was muss ich eingeben, um zu sehen, wie lange ich bereits Brock folge? Das ist Ausrufezeichen FC, musst du schreiben. Glaube ich. Ah, speichern. Oh, ich habe fast vergessen zu speichern. Ja, diese neuen Spiele sind ja so, dass man, wenn man nicht speichert, dann speichert das Spiel auch nicht. Und dann ciao, Louis, ne? Also Manfred ist seit 337 Tage schon dabei. Und Nevermind ist seit, was ist das denn? 2 Jahre und 68 Tage? Oh. Oh, ein treuer Zuschauer. Er ist eh nie da, aber gefollowt hat er vor 10 Jahren. Nein, nein, Spaß. Nicht Spaß, aber nein, nein, Spaß. Definitiv. So, geschlossen. Ja, Leute, ich werde, also sobald ich fertig, also sobald ich mit Silent Hill fertig bin, werde ich wieder Dark Souls 2 und Demon's Souls aufnehmen. In dem Koffer ist nichts Interessantes. Oh nein. Ich rieche Rätsel. Ich rieche Rätsel. Entschuldigung. Hier ging wahrscheinlich mal ein Bild. Was? Oh nein, ich konnte nicht alles lesen und jetzt habe ich alles verlesen. Überlesen. Okay. Uferlandschaft. Alan Smith. Und muss ich die Namen auch lesen? Die amerikanischen. Geburts- und Todesdaten unbekannt. Eine Szene aus dieser Gegend, vor langer Zeit. Der Still lässt darauf schließen, dass es um circa 18.20 Uhr stand. Oder heißt das 1820? Ja, 1800. 1820. Offensichtlich lebten damals viel weniger Menschen hier, wie die paar Gebäude erkennen lassen. Okay. Interessant. Das? Oh mein Gott, wer ist das? Ich kenne ihn. Nebliger Tag, Nachlass des Urteils. Das ist er. Oh mein Gott, er ist das, wirklich. Der Beschneider. Okay, was kommt jetzt? Kohlengrube willst du? Wisst ihr was? Ich mache noch einen Tick heller. Aber Leute, es ist. Nicht, dass das komisch aussieht dann. So creepy, ne? Es geht gar nicht heller. Scheiße. Man kann nicht heller machen. Ich hab alles gegeben, was ich konnte, was in meiner Macht steht. Und Ding. Wie heißt das? Mohammed Ali ist seit einem Jahr und 300. Oh, fast 2 Jahre. In einer Woche fast 2 Jahre. Oh.
Ja, das kann nicht stimmen. Wieso nicht? Hier hängt ein Foto. Aha. Hier hängt ein Foto. Kohlengrube, willst du? Willst du? Willst du was? Nein. Okay, da ist auch nichts. Muss ich dich verbrennen oder so? Nein. Okay, schauen wir mal da alles. Ah, was ist das? Das ist ein Koffer? Okay. Aha, da kommt man raus. Wollte ich das? Nein. Ich wollte zuerst die andere Zimmer auch anschauen. Ja, ich gehe mal zurück und danach komme ich wieder dahin. Mann, Mann, das Spiel ist schon ein bisschen Horror. Hä, habe ich jetzt eine Runde gemacht? Nein. Ach so, guck. Ich bin. Leute, ich bin krank. Definitiv. Mitzili. Alles gut, ich lebe noch. Oh mein Gott. Herz, Herzrasen. Oh. Oh, was ist das? Ich kenne dich länger. Ah, okay. Keine Ahnung. Schön ein Bo. Mal gucken, was da ist. Hier ist ein Foto von einem sehr, sehr tiefen Loch. Was könnte das sein? Dieses Foto zeigt den Direktor des alten Brookhaven Hospitals. Er scheint eine sehr bekannte Person in der Stadt gewesen zu sein. Hier hängt ein Foto. Oh. Das bin ich. Sie haben ein Foto von mir. Oh, ich bin so glücklich. Brookhaven. Hospital. 19.000 Millionen Jahre. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das Krankenhaus wurde als Antwort auf eine große Seuche gebaut, die auf eine Welle der Immigration in diese Gegend folgte. Oh, Asylanten. Oh, scheiß nochmal. Ursprünglich war es wenig mehr als eine Hütte, aber mit der Zeit wuchs es immer weiter. Oh, weißt du? Ich verstehe. Big Daddy. An diesem Foto ist nichts Besonderes. Schade. Was? Es steht nichts darauf, was weiterhelfen würde. Schön. Okay, und oh nein, muss ich da runter gehen? Oh, guck mal, was ist das? Bestimmt, da kann man bestimmt reingehen. Ich fühle solche Sachen. Ich kenne mich aus mit Horror. Ich bin Vater von Horror. Ich habe tausend Filme geschaut. Ich kenne mich aus, Leute. Wie viel Leben habe ich? Millionen. Okay. Nimm es auf. Ja, gut. Also, Boris. Ich bin hinter dir. Bleib cool. Alter, wie lange muss ich hier runter? Ich renne. Ich wollte laufen, aber damit es cooler aussieht. Dauert so lange. Scheiß drauf. Lauf! Es sieht dich eh niemand! Oh, er rennt. Er rennt, ob er noch nie gerannt ist. Lauf, Forrest. Lauf. Was zu trinken? Gehe ich in die Hölle oder ist das die andere Seite? Also wenn ich sterbe, ich bin noch nicht bereit. Oh, endlich, nach 15 Minuten. Ich habe geschnitten, damit nicht so lange dauert. Oh, Musik. Was steht da?
Hier liegt irgendein Dokument. Ich muss lesen. Scheiße. 11. September. Ah, nicht 18:20 Uhr. Guck, 18:20 Uhr. Häftling Nummer C221. Mein Gott, das ist schon brutal, das Spiel. Oh mein Gott, Herzhilfe. Was ist das? Vitamine. Vitamin C. Nimm. Aha, das kann man nicht nehmen. Ich versuche etwas zu nehmen, wo man nicht nehmen kann. Warum mache ich immer solche Sachen? Boris. Boris, was versuchst du, das Ding durchzunehmen? Diese Stange oder was das ist. Türm, Turm. Muss ich teilhaben? Alter, was ist diese. Ey, guck mal, was ist das für eine Kameraansicht? Wer das Spiel gemacht hat, entwickelt hat? Ich habe zwei Wörter zu sagen. Puh. Don't touch me. Oh. So, lauf, lauf. Gib ihm. So, tot. Mein Gott. Oh mein Gott, aber ich bin nicht schlecht, oder? Noch nie gestorben. Ich bin schon tot. Ladies and Gentlemen, das Spiel hat noch nicht angefangen. Bleibt dran. Wo bin ich? Da. Ist da abgeschlossen? Aha. Yes, es ist. Guck vorne, vorne, wo guckt er? Scharmutter. Puh. Ich habe keine Spucke mehr. Na? Na, triff ihn. Boris, habe ich dir so beigebracht? Puh. So. Gut. Wir leben noch. Wie viel Leben habe ich noch? Hellrot, das geht. Das ist kein Problem. Hellrot ist okay. Hellrot ist Freund. Was ist das? Tür oder Fenster? Fenster. Kamera. Seit einer Woche dusche ich nicht und immer noch glatte Rasur. Schön, schönes Leben. So, was habe ich da? Nichts. Bin ich im Gefängnis? Oh, ich bin zu Hause. Pyramidmann, ich suche dich. Wir hatten einen Termin. Oh, was ist das? Oh nein, ist das ein Loch? Loch ist Loch, also spring. Das Loch ist dunkel und ich kann nicht sehen. Spring, habe ich gesagt. Schämst dich nicht. Wirst du hinunterspringen? Yes, I. Entschuldigung. Ja, PlayStation 1 habe ich schon gehabt, doch. Aber ich kann mich gar nicht erinnern. Deswegen, darüber will ich nicht reden jetzt. PlayStation 1, PlayStation 2. War schon Klotz, ne? So. Aber war teuer, das weiß ich noch. Ah ja, genau, doch, ich kann mich erinnern jetzt. Oh, leider. Es ist nur eine Wand. Was? Daran kann man unmöglich hochklettern. Ja, zuerst springst du runter und dann bist du. Hochklettern. Ja, die Kamera tötet mich. Das ist anders. So, aber wir machen hier einen Cut. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.